Herzlich willkommen zur nächsten Tour. Wir fahren heute auf dem Pleißeradweg nach Altenburg. Also wir fahren nach Gleina bei Altenburg genauer genommen. Das ist noch ein Stückchen dahinter. Und das liegt auch unweit des Pleißeradwegs. Das heißt, wir werden den heute ungefähr zwei Drittel der Länge auf 60, 65 Kilometern verfolgen. Wir sind jetzt hier am offiziellen Startpunkt des Pleißeradwegs auf der Sachsenbrücke über das Elsterflutbett in Leipzig. Genau, Wetter ist mal wieder wunderschön, fast schon zu schön. Es sollen heute Abend noch diverse Gewitterfronten vorbeiziehen oder im Laufe des Nachmittags schon. Es ist jetzt 12 Uhr kurz nach. Mal schauen, was wir davon noch mitnehmen. Aber ja, wir werden jetzt erstmal hier dem Elsterflutbett noch ein Stück folgen und dann auch an der Mündung der Pleiße ins Elsterflutbett vorbeikommen, was dann der offizielle Endpunkt sozusagen des Pleißeradwegs darstellt. Genau, und da fahren wir jetzt erstmal los. Wiegt halt 1,7 Kilo, ist halt für die Größe, also es ist halt wirklich relativ stabil und ich kann eine Kamera wirklich auf Augenhöhe. Sagen, ich freue mich auf die Radtour, aber wir sind ja schon mitten dabei. Naja. So, hier vorne fahren wir jetzt gerade direkt auf die Mündung zu. Von rechts kommt das Elsterflutbett und von links kommt die Pleiße, die wir jetzt mehr oder weniger die nächsten 60 Kilometer begleiten werden. Wie die meisten Flussradwege führt natürlich auch der Pleißeradweg jetzt nicht ständig am Ufer lang, aber es gibt schon sehr schöne, gut ausgebaute Abschnitte. Also hier sieht man an dieser Insel, hier an dieser Halbinsel, die Mündung. Hier das Pleiße Wehr. Mit dem Pleiße Wehr gibt es jetzt hier eine durchgängige Verbindung vom Elsterflutbett zum Kosputner See. Also da kann man jetzt durchpaddeln, wenn man Kanu fahren möchte. Wir fahren jetzt hier gerade meiner Meinung nach über einen der schönsten Wege, die es im Leipziger Stadtgebiet gibt. Und zwar jetzt hier auf so einem kleinen Wanderwaldweg, wie auch immer, direkt an der Pleiße entlang, der jetzt auch hier in Kurven dem Flussverlauf genau folgt. Das ist fast schon so ein bisschen wie im Spreewald. Jetzt hier auch rechts runter müssen wir. Und angenehm schattig. Heute ist es doch wirklich wieder sehr heiß. Es tut ganz gut, hier ein bisschen im Wald zu sein noch. Aber damit ist es bald vorbei. Wir fahren jetzt hier quasi mitten durch den Leipziger Wildpark. Man sieht zwar nicht so viel, weil wir einfach den großen Highway mitten durchnehmen. Aber hier links und rechts gibt es jetzt Tiergehege mit Wildschweinen und Elchen. Elche? Ja, irgend sowas, ne? Weiß gar nicht, ich glaube Elche. Rentiere, irgend sowas mit so irgendwas Skandinavisches haben die hier, ja. Und Bisons oder Wisente oder so. Und ja, nähern uns jetzt gleich dem schönsten Stück des Pleißeradwegs. Das geht jetzt hier kurz dahinter gleich los. So, wir haben jetzt das schönste Stück des Pleißeradwegs erstmal erreicht. Es geht jetzt hier die nächsten ungefähr 20 Kilometer bis Böhlen, also auch hinter die Autobahn jetzt ein ganzes Stück, auf einem sehr gut ausgebauten Weg direkt am Flussbett entlang. Und ja, hier kann man wirklich schön Fahrrad fahren. Dafür ist es nicht mehr so schattig. Jetzt kommt hier auf jeden Fall Sonne. Es ist auch nicht der ursprüngliche Verlauf der Pleiße. Wir fahren jetzt hier entlang am, ich glaube es heißt auch, ich weiß gar nicht, wie es offiziell heißt, aber es ist auf jeden Fall der begradigte Verlauf. Die Pleiße ist hier in einem relativ von Dämmen eingesäumten Flussbett hier künstlich lang geführt. Aber es ist nichtsdestotrotz sehr schön hier. Ein Aufsteckmikro nehmen. Aber jetzt, als ich dann festgestellt habe, dass ich doch viel lieber fotografiere als filme, habe ich das einfach gelassen. Das hier ist jetzt die A38, also wir unterqueren jetzt den Autobahnring von Leipzig.
Wir sind erstmal runter vom schönsten Abschnitt. Es geht jetzt hier ein Stückchen lang an, ja, wir sind jetzt kurz vor Böhlen. Es geht jetzt hier über eine Landstraße, aber auch noch auf einem eigenen Radweg gleich. Also wir fahren nicht im Autoverkehr, sondern wir haben direkt neben der Straße unseren Radweg. Ist auch noch okay. Wir sind jetzt hier bei Böhlen. Hier gab es jetzt auch noch mal schöne Radwege vor uns, hat man es ja gerade gesehen. Am Fluss noch mal direkt lang, ein bisschen im Wald. Wir fahren jetzt hier durch so eine Parkanlage. Kommen jetzt gleich am Freibad vorbei. Freibad wäre natürlich auch echt verlockend bei dem Wetter, aber... Hast du Badesachen dabei? Nö. Ja, ich auch nicht. Dann wird das wohl nichts. Außerdem habe ich gerade gegessen, da darf man eh nicht baden. Oh, na gut. Da spricht der Bademeister. Nur Rettungsschwimmer, na gut. Das hier ist jetzt Böhlen. Man sieht dort am Horizont die Schornsteine vom Kraftwerk. Aber wir durchqueren hier nur kurz den Ort und fahren dann weiter Richtung Gaules. Hier hinten dann geradeaus weiter. Die ganzen Merke ist einfach so viele Denkweisen, wo ich dann erstmal wieder zurückdenken muss. Hier ist jetzt eigentlich gesperrt, aber hier geht die offizielle Routenführung lang. Hier stand doch gerade noch mal ein direkter Wegweiser. Also es ist nicht nur die GPS-Linie, die hier lang führt, sondern auch die Beschilderung. Wir versuchen mal, ob wir durchkommen. Ich bin hier schon mal lang gefahren. Das ist hier relativ holperig leider. Also kommt dann so ein längerer Schotterweg. Aber wir versuchen mal, ob wir durchkommen. Es ist alles recht zugewachsen. Mal schauen. Also man kommt durch. Es ist nicht schön zum Fahren, aber es ist erträglich und nicht unmöglich. Also es ist besser als der Schotterweg nach Naunhof, den wir vor 2 Wochen gefahren sind, falls jemand das Video gesehen hat. Das geht noch hier. Jetzt wird es sogar noch etwas besser. Und kurz vor Neukieritzsch überqueren wir hier die Pleiße nochmal auf einer hübschen Holzbrücke. Hier hat man ja gerade dieses Schrankenhäuschen von Neukieritzsch gesehen. Und dazu kann man noch mal kurz erzählen. Ich bin die Strecke ja schon öfters gefahren. Auch schon einmal nachts zurück. Dann nachts um 12 Uhr rum, um Mitternacht rum. Und dieses Häuschen ist tatsächlich die ganze Nacht 24 Stunden besetzt mit einer Person, die diese Schranke per Hand hoch und runter stellen muss. Weil die scheinbar hier noch nicht elektronisch in das Netz eingespeist ist. Also da sitzt tatsächlich immer jemand drin. Und wenn das bei dem im Häuschen klingelt, wenn der Zug irgendwie sich nähert, dann macht er die Schranke runter. Wahrscheinlich auch ein schöner Job. Langsam sieht der Himmel doch recht bedrohlich aus. Ich denke, die Chancen stehen ganz gut, dass wir heute doch noch was abkriegen. Wir sind jetzt bei wie viel Kilometern? 30? 28 Kilometer, naja, das heißt die Hälfte ungefähr. Und wir fahren genau in die Richtung, wo es so schwarz aussieht. Nicht die besten Voraussetzungen, aber wir schauen mal. Ist ja warm. Hier haben wir letztes Mal Pause gemacht an der Bushaltestelle. Wir müssen hier links. Aber jetzt, da das Wetter so unbeständig aussieht, wollen wir mal versuchen, dass wir noch ein Stück weiterkommen. Bevor, dass wir uns da vielleicht mal irgendwo unterstellen, wenn es so richtig anfängt. Jetzt fahren wir erstmal noch ein Stück. So, hier hinter Regis Breitingen kommt jetzt nochmal ein richtig schönes Stück Fahrradweg. Das steht dem, was wir vor uns zwischen Leipzig und Böhlen hatten, in nichts nach. Hier drüben die Pleiße, hier ein wunderschöner asphaltierter Fahrradweg vom Feinsten. Wir fahren jetzt hier gleich am Jugendknast vorbei. Der ist jetzt hier gleich auf der linken Seite. Jetzt sind wir hier hinter Hasselbach,
zwischen Hasselbach und ja, Altenburg kann man schon sagen, ist quasi schon der nächstgrößere Ort, die nächstgrößere Stadt. Nochmal sehr schöne Fahrradwege, die sind wir letztes Mal auch nicht gefahren, weil wir auf direkten Wege in die Innenstadt gefahren sind, aber heute fahren wir außen rum, weil wir ja noch nach Gleina südlich von Altenburg wollen. Ja, sehr schön hier. Hier links die Pleiße jetzt in einem von Hecken gesäumten Flussbett, sehr, sehr landschaftlich ansprechend. Wir sind jetzt kurz hinter Treben und hier hinter Treben gibt es auch nochmal einen super neuen Radweg. Ich glaube, den gab es noch gar nicht, als ich 2 Jahren oder so das erste Mal nach Altenburg gefahren bin. Das ist gerade eine wahre Freude. Der ist ganz neu asphaltiert hier und geht auch über Felder noch ein Stück. Also wie viele Kilometer haben wir jetzt? Bald 40, ne? Ja, knapp 40. Naja, 2/3 haben wir schon. Noch hält das Wetter. Sieht gerade wieder etwas weniger dramatisch aus. Mal gucken, wie sich's entwickelt. Wir machen mal eine kurze Pause jetzt doch. Auch wenn es noch nicht regnet. Aber so ein Häppchen Essen schadet dann nach 40 Kilometern, über 40, ja, wir sind ja vorher schon ein Stück gefahren, um erstmal zur Sachsenbrücke zu kommen. Schadet dann auch nicht. Wir fahren gerade durch Primmelwitz. Dreimal dürft ihr raten, was immer auf dem Ortseingangsschild mit Edding geändert wird. Aber es ist eigentlich ein sehr hübsches Örtchen, wenn auch sehr klein. Wir sind gerade reingefahren und da drüben geht es schon wieder raus. All dieser wunderschöne Radweg setzt sich fort. Das ist hier auf einem großen Stück scheinbar ganz neu ausgebaut. Das ist richtig klasse. Auch die Beschilderung mit dem Logo des Pleiße-Radwegs. Besser als ich dachte. Ein Fürst, meine. Wir kommen jetzt zur Talsperre Windischleuba über die Staumauer. Ein Stück durch den Wald, müssen wir erstmal die Sonnenbrille absetzen, dann sieht man erstmal gar nichts mehr. Hier kommt jetzt nochmal ein richtig schönes landschaftliches Stück an Feldern entlang. Hier kommt jetzt gleich mal ein größerer Teich. Genau. Ecke hier. Und jetzt geht es ja genau mitten zwischen den beiden Teichen durch. Also echt schön hier, ja. In Windischleuba gibt es hier diese sehr hübsche Burg. Ich habe schon mal übernachtet. Ja, stimmt, das ist eine Jugendherberge, ne? Ja. Gut, wir fahren aber links dran vorbei. Wieder etwas in ein Waldstück oder Park. Sehr, sehr schön hier. Guck, sogar mit einem Burggraben drumherum. Aber das ist ungemütlich, wenn es kühler ist. Aber ansonsten sehr schön. Hier geht es jetzt wieder mitten über ein Feld. Gar kein richtiger Weg, eigentlich nur Wiese. Braucht jetzt ein bisschen mehr Kraft zum Fahren, aber es gibt jede Menge Kühe. Sehr romantisch ländlich hier. Nach der Wiese gibt es jetzt Betonplatten. Und jetzt wieder Schotterpiste. Also die Wegequalität wird hinter Altenburg nicht besser. Das muss man schon sagen. Ich werde die Kamera auch wieder wegpacken müssen. Ich brauche gerade beide Hände am Lenker. Normalerweise freue ich mich ja nicht, wenn wir auf der Landstraße fahren müssen, aber gerade ist es ein Segen. Nach diesen Schotterpisten und Wald- und Feldwegen und Wiesen. Jetzt haben wir auch gerade schön Rückenwind. Man muss fast nicht treten und fährt hier mit fast 30 km/h geradeaus. Das ist gerade eine wahre Freude. Ja, wir haben jetzt noch so 10, 15 Kilometer zum Ziel. Langsam geht es voran und nähert sich dem Ende. Vorher nochmal hier links.
hier in Wilschwitz, hier ist Dorffest. Hier wird eine komplette Sau gebraten. Und hier ist großes Rambazamba. Gulasch und Musik steht hier auf dem Schild. Na da. Nee, wir haben mal unsere eigene Feierlichkeit, wo wir heute hinfahren. Da müssen wir weiter nach Süden. Hier drüben, ich weiß nicht, ob man das erkennt, mit diesem gotischen Wollknäuel auf dem Dach. Das ist die Alvo, die alte Wollkämmerei und Spinnerei. War früher ja, Industrie und ist heute, soweit ich weiß, auch ein Kulturzentrum. Hier sind Party- und Disco-Veranstaltungen drin. Auch wenn es von außen nicht so aussieht. So, wir fahren hier weiter auf, naja, eher suboptimaler Wegequalität unserem Ziel entgegen. Hier sehen wir die Pleiße mal wieder, nachdem wir jetzt längere Zeit getrennt waren von dem Fluss. Hier ist sie mal wieder ganz nah. Wir fahren jetzt hier durch Kotteritz oder Kötteritz, glaube ich. Genau. Jetzt wieder auf Straßen, das ist doch angenehmer als die Feldwege. Wir kommen jetzt aus Tschechwitz, der nächste Ort ist Mockern. Es donnerte jetzt doch ganz schön bedrohlich, auch nicht in allzu großer Ferne. Mal gucken, aber langsam sind es auch auf jeden Fall weniger als 10 Kilometer bis zum Ziel. Das heißt, selbst wenn wir jetzt noch nass wären, das Thema durch. Jetzt müssen wir sowieso durchziehen. Wir sind jetzt genau zwischen dem Zielbahnhof und dem letzten, wo wir nochmal hätte einsteigen können. Also abkürzen mit dem Zug ist nicht mehr. Und ja, das schaffen wir jetzt. Selbst wenn wir jetzt nass wären, dann müssen wir halt dort trocknen. Das kriegen wir hin. Ja, Endspurt. Ja, noch eine Toilette. Wir haben jetzt Mockern hinter uns gelassen. Wir fahren jetzt hier die letzten 2 Kilometer bis Selleris auf dem Pleißeradweg. Dort werden wir dann uns vom Pleißeradweg trennen, rechts abbiegen und noch naja, ungefähr 2 Kilometer fahren bis nach Gleina und dann dort dortigen Dorfgasthof unsicher machen. Also Endspurt. Na dann. Wir haben jetzt den Pleißeradweg verlassen, wir haben gerade noch den Abzweig verpasst. Wir sind gerade noch mal 300 Meter zurück. Nee, Quatsch, so weit war es nicht. 100 Meter zurück. So, wir haben es geschafft. Auf den letzten 200 Metern sind wir dem Regen ganz schön davon gefahren, wirklich dann. Und jetzt fängt es gerade so langsam an zu blitzen und zu donnern. Aber wir haben jetzt hier den Kertscherhof erreicht in Gleina. Und genau, hier findet jetzt eben eine Silberhochzeit in der Familie statt. Das war auch der Anlass, dass wir überhaupt hierher gefahren sind. Wir werden es uns jetzt gut gehen lassen, den Abend hier entspannt ausklingen lassen. Dein Fazit? War schön. Ja, also der Pleiße. Oh ja. Der Pleißeradweg ist an sich echt gut beschildert, viel besser als ich dachte. Und so bis Windeschleuber, auch von den Wegen her richtig super. Also viel schöner, als ich mir das vorgestellt hatte oder in Erinnerung hatte. Aber danach zum Teil eine ganz schöne Geduldsprobe, wenn es da mal 2 Kilometer über eine Wiese geht. Einfach so. Aber es ist machbar und es ist landschaftlich dann dafür interessanter als die flache Leipziger Gegend, wenn es dann auch hier immer auf und ab geht. So. In diesem Sinne, schön, wenn jemand zugeschaut hat und bis zum nächsten Mal.